Liebe Frau Kals, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich spreche jetzt mit Ihnen oder zu Ihnen über einen Ort, der sicher der dichtest besiedelste Ort im ganzen Universum ist. Nach all dem, was wir wissen, wir beschäftigen uns ja mit Sonden, die zum Mars und zum Jupiter fliegen, gibt es nirgendwo so viele Lebewesen wie in unserem Magen-Darm-Trakt, insbesondere im Dickdarm. Und wir lernen jede Woche neu über dieses Zusammenspiel mit diesen Lebewesen im Magen-Darm-Trakt, welches ganz vielfältige Funktionen ausübt und interessante, spannende Dinge mit uns macht. Und möglicherweise sind Sie heute hier, weil Ihre Lebewesen im Magen-Darm-Trakt Ihnen signalisiert haben, geht doch da mal hin. Zumindest gibt es Befunde, die andeuten, dass die Lebewesen im Magen-Darm-Trakt bei einigen von uns den Gang zum Schrank, in dem die Schokolade liegt, auslösen. Ich werde also mit Ihnen heute über das Mikrobiom sprechen und möchte am Anfang vielleicht so zwei, drei Begriffe nochmal klären. Wenn wir über die menschliche Mikrobiota sprechen, dann bezeichnen wir mit dem Begriff Mikrobiota die Gesamtheit der uns besiedelnden Mikroorganismen. Und wenn wir über die Mikrobiota im Magen-Darm-Trakt sprechen, dann sind es die Mikroorganismen im Magen-Darm-Trakt. Das Mikrobiom, das ist die Gesamtheit der Erbinformation dieser Mikroorganismen. Das heißt, Mikrobiota sind eben die Organismen und Mikrobiom sind die Gene, die Erbinformation dieser Mikroorganismen. Und dann gibt es noch das Metabolom und mit dem Begriff Metabolom wird die Funktion dieser Mikroorganismen erklärt. Und ich versuche im weiteren Verlauf so ein bisschen auf diese Aspekte einzugehen. Wir müssen uns aber erstmal vor Augen führen, wie gut überhaupt unser Erkenntnisstand ist. Worüber reden wir? Und ich habe Ihnen hier mal aus Wikipedia so den Stammbaum der Menschen und der Bakterien dargestellt. Und wenn wir mal jetzt uns auf die Lebewesen konzentrieren, dann ist so die erste Stufe die sogenannte Domäne. Und die Domäne, das sind die Eukaryonten oder die Prokaryonten. Eukaryonten sind Lebewesen, deren Zellen einen Zellkern besitzen. Also zum Beispiel Menschen, aber auch Einzeller, die halt einen Zellkern haben. Dann gibt es das Reich, das sind vielzellige Tiere. Dann gibt es den Stamm, das sind Wirbeltiere. Dann gibt es die Klasse, das sind Säugetiere. Dann gibt es die Ordnung, das sind Primaten. Dann gibt es die Familie, das ist die Familie der Menschenaffen. Und dann gibt es die Gattung, das ist der Mensch. Und dann gibt es die Art, und das ist der Homo sapiens. Und wenn man das übersetzt, dann ist es der gescheite, kluge, vernünftige Mensch. Und wenn Sie das hier sehen, dann sind Sie hier. Und wir, die heute über das Mikrobiom sprechen, befinden uns auf dieser Ebene. Das heißt, wenn Sie sich als Individuum verstehen und mal überlegen, wie viele Ordnungen über Ihnen sind und wie vielfältig das Ganze ist, dann wissen Sie, dass wenn ich über Mikrobiota spreche und über Enterotypen mit Ihnen diskutiere, dass wir uns auf der Ebene des Stamms, das heißt der Wirbeltiere, befinden. Und wie vielfältig sind Wirbeltiere? Und wenn man das jetzt runterdeklinieren würde bis zur Art, dann bedeutet das, dass hier noch ganz, ganz viele Wissenslücken sind. Also im Grunde genommen, wenn wir uns mit Mikrobiom beschäftigen, dann beschäftigen wir uns mit einer sehr oberflächlichen, sehr, sehr ersten Blick in dieses komplexe Reich. Was wir wissen, ist, dass bei allen Menschen dieses komplexe Reich in sogenannte Enterotypen unterteilt ist. Und da unterscheiden wir drei Enterotypen und diese Enterotypen sind weltweit bei allen Menschen nachzuweisen. Und die sind ziemlich ähnlich.
Die kann man so in Gruppen zusammenfassen. Und ganz egal, ob wir uns jetzt hier in Deutschland befinden oder mit anderen Menschen in Amerika oder in China kommunizieren, die Enterotypen sind immer ähnlich. Aber unter den Enterotypen, und ich hatte Ihnen ja diesen Stammbaum aufgezeigt, unter diesen Enterotypen wird es dann sehr, sehr individuell, sehr, sehr speziell. Und wir wissen, dass das, was wir essen, die Mikrobiota bestimmt. Hier ist mal eine Untersuchung gemacht worden, wo man sich mit der Ernährung in Mali, in Westafrika und in Italien beschäftigt hat. Und Sie sehen, dass die Ernährung in Mali ganz anders ist als das, was wir heute Morgen gefrühstückt haben. Und wenn man das dann vergleicht, dann sieht man, dass auf dieser individuellen Ebene, also unter diesen Enterotypen, die Zusammensetzung doch ganz unterschiedlich sind. Das ist so der erste Befund. Der zweite Befund ist, dass die Ernährung diese Mikrobiota beeinflusst. Und das ist ein hochdynamisches System. Wenn Sie also zum Beispiel mal eine Woche eine mehr vegetarische Kost durchführen, dann haben Sie Veränderungen in der Mikrobiota. Und wenn Sie nach dieser Woche dann sagen, also das war ja ganz lecker, aber jetzt muss es mal freischneiden und richtig viel Fleisch essen, dann sehen Sie, dass sehr schnell innerhalb von 2 bis 4 Tagen sich die Mikrobiota verändert. Also einerseits ein sehr stabiles System, ein System, was bei nahezu allen Menschen ähnlich ist, in 3 Enterotypen unterteilt, dann aber weiter runtergebrochen, doch sehr, sehr unterschiedlich, sehr individuell und sehr dynamisch. Also nicht etwas Statisches wie die Blutgruppe zum Beispiel, die wir das ganze Leben behandeln, sondern etwas, was durch äußere Faktoren verändert werden kann. Nun kommen wir zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen betreffen ja nicht nur den Darm, die betreffen den gesamten Organismus. Nicht der Darm ist krank, der Mensch ist krank. Und trotzdem glaubt man, dass der Ursprung der Erkrankung im Magen-Darm-Trakt entsteht. Und der Magen-Darm-Trakt ist eben sehr stark mit Bakterien besiedelt. Und den ersten Befund, den wir zur Mikrobiota bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen lernen mussten, ist, dass die Zusammensetzung des Mikrobioms bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen verändert ist. Normalerweise ist dieses Mikrobiom durch eine sehr große Vielfalt, durch eine Buntheit gekennzeichnet. Und das ist das, was als Diversität bezeichnet wird. Also ganz viele, ganz unterschiedliche Spieler in so einem System. In Berlin würde man es Multikulti nennen. Und das, was bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen passiert, ist, dass das Mikrobiom in seiner Vielfältigkeit, in seinem Muster verarmt und doch relativ monoton wird. Das heißt, der erste Befund bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist, dass diese Vielfältigkeit, diese Diversität bei Patienten mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa reduziert ist. Es sind weniger Bakterien, weniger Mikroorganismen, die bei CED-Patienten nachzuweisen sind. Und das kann man eben mit diesem sogenannten Diversitätsindex darstellen. Und Sie sehen, dieser Diversitätsindex ist bei Kontrollen hier 60 und bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn, liegt es unter 50 und bei Patienten mit Colitis ulcerosa auch erniedrigt. Also eine Verarmung des Mikrobioms. Wenn wir jetzt aber nicht nur die Vielfältigkeit angucken, sondern eben auch die verschiedenen Muster angucken, dann können wir das Mikrobiom von Patienten mit Colitis ulcerosa vom Mikrobiom von Patienten mit Morbus Crohn und von Gesunden voneinander unterscheiden. Und einige Forscher gehen sogar so weit, dass sie sagen, das ist so speziell und so krankheitsspezifisch, dass wenn wir unsere Analysemethoden noch etwas weiter verbessern, dann werden wir möglicherweise in den nächsten Jahren durch die
Analyse des Mikrobioms eine Diagnose stellen können. Wir können dann sagen, also das ist Morbus Crohn, und möglicherweise können wir sogar Aussagen zur Krankheitsaktivität und zum Verlauf machen. Vielleicht sogar auch, und das sind ganz spannende Befunde, die gerade vor 4 Wochen publiziert wurden, möglicherweise sogar auch zum Ansprechen auf bestimmte Therapieformen, denn auch da spielt das Mikrobiom eine große Rolle. Nun ist es nicht nur so, dass das Mikrobiom in seiner Zusammensetzung verändert ist, es ist auch in der Funktion verändert. Also nicht nur unterschiedliche Spieler, sondern eben unterschiedliche Mikroorganismen, die unterschiedliche Funktionen bedingen. Das heißt, wenn Sie sich jetzt nicht angucken, welche Mikroorganismen habe ich, sondern welche Funktion üben diese Mikroorganismen aus, kann man auch wieder differenzieren. Und kurzkettige Fettsäuren sind im Darm ganz wichtig. Kurzkettige Fettsäuren sind wichtig, weil die Hautzellen, die Schleimhautzellen im Darm von diesen kurzkettigen Fettsäuren leben. Und deshalb hat man sich mit der Frage beschäftigt, wie ist das Muster, die Menge der kurzkettigen Fettsäuren bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und man sieht, dass auch auf dieser funktionellen Ebene man unterscheiden kann. Man kann Crohn von Colitis und von Pouchitis differenzieren. Nun ist eine ganz entscheidende Frage, woher kommt denn dieses Muster? Warum ist bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen das Muster anders als bei Gesunden? Und das ist so ein bisschen die Frage nach der Henne oder dem Ei. Und Sie wissen, immer wenn einer die Frage nach der Henne oder dem Ei stellt, dann weiß er die Antwort nicht. Und wir müssen wissen, dass bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen natürlich auch Erbinformationen eine Rolle spielen. Und diese Erbinformationen, die Sie von Ihren Eltern mitbekommen haben, die bestimmen ja das Risiko, einen Morbus Crohn oder eine Colitis ulcerosa zu entwickeln. Und wenn vom Vater und der Mutter viele Erbinformationen an das Kind übergeben wurden, übertragen wurden, dann ist das Risiko für das Kind vielleicht höher als bei den Eltern. Und wenn dann noch Umweltfaktoren dazukommen, kommt es zum Crohn oder zur Colitis. Und was wir wissen ist, dass diese Erbinformationen auch das Mikrobiom beeinflussen. Wenn ich zum Beispiel in Mäusen Gene ausschalte, das kann man ja sehr einfach machen, beim Menschen Gott sei Dank nicht, wenn ich in Mäusen Gene ausschalte, verändere ich mit dem Ausschalten dieser Gene das Mikrobiom. Wenn ich andere Gene einschalte, verändere ich wieder das Mikrobiom. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, dass der Patient mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung veränderte Gene hat, dann ist es völlig logisch, dass diese veränderten Gene im Magen-Darm-Trakt natürlich auch das Mikrobiom verändern. Und da die Gene lebenslang in uns sind und das Mikrobiom damit lebenslang beeinflusst ist, kann natürlich sein, dass diese Gene das Mikrobiom verändern und wir deshalb diese Muster finden. Und wenn wir das Mikrobiom verändern würden, dann würden wir im Grunde genommen gar nichts an der Situation ändern, weil die Gene ja bleiben. Und jedes Mal, wenn wir das Mikrobiom verändert haben, mit einer Intervention, mit einer therapeutischen Maßnahme, dann wäre, wenn diese therapeutische Maßnahme abgeschlossen ist, die Macht der Gene so stark, dass das alte Muster vielleicht wieder zurückfällt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Befunde, die, wenn Sie ein krankhaftes Mikrobiom übertragen im Tierexperiment, dass sie dann Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa auslösen können. Deshalb die Frage nach Henne oder Ei. Und das ist in dieser Folie dargestellt. Und das ist eine Fragestellung, mit der sich ganz viele Arbeitsgruppen sehr intensiv beschäftigen. Und wir müssen mal sehen, wie schnell, wie weit die Arbeitsgruppen kommen. Wenn wir also akzeptieren, dass das Mikrobiom bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen verändert ist, dann stellt sich natürlich die Frage, können wir denn dieses veränderte Mikrobiom nicht therapieren, wieder normalisieren, damit die chronisch entzündliche Darmerkrankung gebessert wird. Und das ist dann der sogenannte fäkale Mikrobiom
Transfer. Das heißt, da wird das Mikrobiom eines Gesunden genommen und auf einen Patienten übertragen. Hört sich erstmal ganz abstrus an, hat aber eine jahrhundertelange Tradition in der Menschengeschichte. Schon im 4. Jahrhundert in China ist eine Stuhlsuspension von gesunden Menschen mit Durchfallserkrankung zu trinken gegeben. Das ist dann weiterentwickelt worden und es gab dann ein Lehrbuch der traditionellen chinesischen Medizin aus dem 16. Jahrhundert und da ist dieses Therapieverfahren als die Verabreichung einer goldenen Flüssigkeit beschrieben worden. Das ist sicher sehr prosaisch. Auf alle Fälle drückt es aus, dass fäkaler Mikrobiomtransfer jetzt nicht eine Überlegung der letzten 5 bis 10 Jahre ist, nachdem wir eben gesehen haben, dass Mikrobiom verändert ist, sondern eine ganz, ganz lange Tradition hat. Dynamisch ist das Ganze geworden, weil ein Chirurg 1958 einen fäkalen Einlauf bei einer Clostridium difficile Infektion, also einer bakteriellen Infektion, zur Therapie durchgeführt hat und hier gesehen hat, dass man damit Patienten mit so einer Infektion helfen kann. Und deshalb ist eben dieser fäkale Mikrobiomtransfer, also die Aufarbeitung der Mikroorganismen eines Gesunden und die Übertragung auf einen Patienten als Therapieform entwickelt worden und wird in verschiedenen Ansätzen probiert. Und Sie können sich das so ein bisschen so vorstellen, ich habe einen Bauernhof und auf diesem Bauernhof habe ich 1200 Quadratmeter Rasen. Das ist so meine Wochenendaufgabe. Und auf dem Land ist das Problem, dass Sie eben nicht englischen Golfrasen haben, sondern Sie haben eben auch so viele Wildkräuter. Sie haben Multikulti. Wenn man aber nun keinen Multikulti-Rasen haben möchte, sondern wenn man einen englischen Golfrasen haben möchte, können Sie sagen, Herr Stallmach, Sie haben einen Bauernhof und nicht einen englischen Golfplatz, akzeptiere ich, dann können Sie verschiedene Strategien anwenden. Sie können Unkrautvernichtungsmittel einsetzen. Das wäre so, als wenn ich Ihnen als Arzt ein Antibiotikum verabreichen würde. Sie können Rasensamen ausstreuen. Das sind Probiotika, also Sie trinken zum Beispiel probiotische Joghurts. Oder, das ist das Einfachste, das Effektivste, Sie können Rollrasen auslegen. Das heißt, Sie nehmen einen neuen, gesunden Rasen und rollen den praktisch auf Ihrer zukünftigen Rasenfläche aus. Und das ist der fäkale Mikrobiomtransfer. Sie nehmen das Mikrobiom eines Gesunden und rollen dieses im Dickdarm eines Patienten aus. Und das ist eben das Ziel. Und in der Tat hat man das bei Patienten mit Colitis ulcerosa gemacht. Das sind Untersuchungen, die im März 2015 publiziert wurden. Und hier sieht man, wenn man das Mikrobiom von anderen Spendern auf Patienten übertragen hat, dass man dann so in 40%, gut 40%, eine Besserung, eine Heilung oder eine Remission der Colitis erreichen konnte. Wenn man das eigene Mikrobiom des Patienten überträgt, also nicht das eines Gesunden, sondern des Patienten, das ist so die Vergleichsgruppe gewesen, dann sieht man in 30% etwas, was ausdrückt, dass hier ein ziemlich guter Placebo-Effekt ist. Und diese 10% Unterschied waren in der Studie nicht signifikant. Das heißt, in der wissenschaftlichen Bewertung würde man sagen, diese Studie unterstützt nicht, dass durch den fäkalen Mikrobiomtransfer etwas erreicht werden kann. Eine Studie, die eine Woche später publiziert wurde, zeigt ein anderes Ergebnis. Und hier hat man das ganz ähnlich gemacht, hat es aber eben nicht nur ein- bzw. zweimal gemacht, sondern im wöchentlichen Abstand 6-mal. Und wenn man dann anguckt, wie ist klinische Remission, dann sieht man, dass man klinische Remission in 30% erreichen konnte. Und in einer Placebo-Gruppe, da hat man den Leuten so Cappuccino als Einlauf gegeben, sind es dann nur 10% gewesen. Und dieser Unterschied ist hochsignifikant. Das heißt, diese Studie weist aus, das funktioniert, da ist etwas dran. Und dann haben die Autoren sich die Frage gestellt, naja, das haben ja nur 30% der Patienten angesprochen. Ein Drittel.
was ist denn das Besondere an dem Drittel gewesen? Und das Besondere an dem Drittel war, dass die das Mikrobiom eines bestimmten Spenders bekommen haben. Das ist der sogenannte Spender B, der Superspender B gewesen. Immer wenn man das Mikrobiom von diesem Spender übertragen hat, dann war bei Patienten mit Colitis ulcerosa eine Besserung. Was jetzt das Besondere an dem Mikrobiom von Spender B ist, weiß keiner. Es ist jetzt auch nicht bekannt, was Spender B jetzt beruflich macht. Möglicherweise hat er sich selbstständig gemacht, hat eine Firma gegründet, können wir spekulieren. Eine andere, und da möchte ich zum Schluss drauf eingehen, ein anderes Problem bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, insbesondere Colitis ulcerosa, ist die Pouchitis. Einige Patienten werden operiert, der Dickdarm wird entfernt und aus dem Dünndarm wird dann so ein Ersatzdarm, so ein Beutel, englisch Pouch, gebildet, der eben den Stuhl sammelt, sodass eine Stuhlentleerung auf dem natürlichen Wege möglich ist. Und dieser Beutel kann sich entzünden, das ist die Pouchitis. Und es gibt einige Patienten, die doch so eine chronische Pouchitis entwickeln und die trotz der Operation nicht besser dran sind als vorher. Gott sei Dank sind es nur wenige Patienten, die allermeisten profitieren mit einer guten Lebensqualität von der Operation, aber einige wenige entwickeln ebenso eine chronische Pouchitis. Und bei der chronischen Pouchitis ist die erste Behandlungsmaßnahme Antibiotika. Und meist funktioniert das auch hervorragend. Immer wenn Patienten mit einer Pouchitis Antibiotika nehmen, geht die Zahl der Stuhlentleerung runter, die Bauchschmerzen werden besser, können nachts durchschlafen, Lebensqualität ist besser. Und das drückt aus, dass die Pouchitis sicher die chronisch entzündliche Darmerkrankung ist, die am stärksten von der Mikrobiota abhängig ist, die am stärksten durch die Mikrobiota getriggert ist im Vergleich zu Morbus Crohn oder zu Colitis ulcerosa. Und wenn jetzt die chronische Pouchitis am stärksten von der Mikrobiota abhängig ist, dann müsste eigentlich die Übertragung der Mikrobiota eines Gesunden bei einem Patienten mit chronischer Pouchitis besonders gut funktionieren. Und das haben wir in so einem kleinen Forschungsprojekt mal untersucht. Und Sie sehen hier Kurven von 7 Patienten. Und diese Kurven sind, denke ich, ganz anschaulich, weil diese Kurven Entzündungswerte im Stuhl darstellen. Und je höher die Entzündungswerte im Stuhl sind, desto stärker ist die Pouchitis ausgeprägt. Und wir haben bei diesen Patienten den Stuhl untersucht, haben dann die Patienten mit einem Antibiotikum vorbehandelt und haben dann so einen fäkalen Mikrobiomtransfer durchgeführt, geguckt, wie sind die Entzündungswerte, haben dann 4 Wochen später einen zweiten fäkalen Mikrobiota-Transfer durchgeführt und dann das Ganze weiterverfolgt. Und Sie sehen, wir haben Patienten, bei denen die Entzündungswerte gar nicht so hoch sind, fast normal, die haben trotzdem Beschwerden, zu viel Stuhlentleerung, Bauchschmerzen, aber möglicherweise haben die nicht so eine richtige Pouchitis, möglicherweise haben die, ähnlich wie Reizdarmpatienten, so ein irritables Pouch-Syndrom, kann man spekulieren. Die anderen Patienten hatten deutlich erhöhte Werte. Und so nach so einer Antibiotikatherapie fallen diese Werte ab. Und wenn dann der Mikrobiomtransfer durchgeführt wird, dann gibt es einige Patienten, bei denen eben diese Infekt oder diese Entzündungsparameter unten bleiben, niedrig bleiben. Und die Patienten berichten auch, es geht mir besser. Sie sehen aber, dass es auch 2 Patienten gibt, bei denen die Entzündungswerte nach dem fäkalen Mikrobiomtransfer, nach dem ersten hier, beziehungsweise bei diesem Patienten nach dem zweiten, deutlich ansteigen. Das heißt, offensichtlich ist durch den fäkalen Mikrobiomtransfer bei diesen Patienten so etwas wie ein Schub ausgelöst worden. Und das kennen wir auch aus anderen Situationen bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Dann sehen wir Patienten, denen geht es zunächst gut und dann treten aber die alten Beschwerden wieder auf, die Entzündungswerte steigen wieder an. Das heißt, der Effekt der Mikrobiota, des Mikrobiota-Transfers war nur kurz, hat nur 4 bis 8 Wochen angehalten.
Und dann ist das alte Problem wieder aufgekommen. Sie erinnern sich an die Frage Henne oder Ei und wie langfristig kann ich überhaupt intervenieren. Und wir analysieren die Mikrobiota bei diesen Patienten und versuchen rauszukriegen, was sind gute Bakterien, wie kann man gezielt intervenieren. Zum Schluss noch zwei, drei Worte über Nebenwirkungen von dem fäkalen Mikrobiomtransfer. Ich habe schon gesagt, sie können Schub auslösen, aber die Frage ist natürlich, gibt es Langzeitnebenwirkungen, die wir noch nicht kennen? Und das erste ist, wenn wir Mikrobiota von dünnen Mäusen, von dicken Mäusen auf dünne Mäuse übertragen, dann werden dünne Mäuse dick. Das heißt, sie können mit der Mikrobiota Adipositas übertragen. Es gibt auch erste Ansätze, dass sie mit Mikrobiota von Schlanken in Dicke Schlanksein übertragen können. Ganz interessant. Es gibt eine klinische Beobachtung, da hat eine Mutter von ihrer Tochter die Mikrobiota bekommen. Die Mutter hat die Mikrobiota bekommen, weil die so eine rezidivierende Clostridium difficile Infektion hatte. Und die Tochter, so in Hamburg würde man sagen, war eine etwas pummelige Dirn. Die Mutter war ganz schlank, aber nach dem Mikrobiota-Transfer ist die Mutter auch deutlich dicker geworden. Das heißt, es gibt in diesem fäkalen Mikrobiomtransfer eben auch so Risiken, Langzeitrisiken, die wir vielleicht noch nicht so richtig abschätzen können. Und deshalb ist es wichtig, dass dieses doch unter sehr definierten Bedingungen, eben unter kontrollierten Bedingungen, auch am besten unter Studienbedingungen oder in Registern gemacht wird und nicht einfach so in der Toilette in einer Endoskopie. Und damit, meine Damen und Herren, bin ich am Ende mit meinem Wissen, das ich mit Ihnen teilen kann. Es gibt ganz, ganz viele offene Fragen. Sicher haben Sie auch Fragen und ich hoffe, dass ich die beantworten kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, jetzt gibt es Fragen aus dem Auditorium. Vielleicht fange ich erst mal an. Du hast am Schluss ja was zur Sicherheit gesagt und auch dieses Beispiel gebracht mit Gewichtszunahme. Es gibt natürlich noch andere Dinge, infektiöse mögliche Komplikationen. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, was man alles machen muss, um solche Dinge zu vermeiden. Weil es gibt ja, wenn Sie ins Internet gehen, auf YouTube gehen, da gibt es Gebrauchsanweisungen. Man braucht einen Militärfilter und einen Mixer und dann kann man das selber do it yourself machen. Davon würde ich abraten. Also es gibt in Amerika nicht nur Tupper-Partys, es gibt auch FMT-Partys. Ernsthaft. Und wie Professor Andus sagt, davon würden wir sehr abraten. So mit diesem Mikrobiom, das ist ja eine lebende Biomasse, können natürlich auch Krankheiten übertragen werden. Das heißt, ähnlich wie bei der Untersuchung von Blutspendern muss ein sehr intensives Programm durchgeführt werden. Das ist kostenintensiv, kostet etwa 700-800 Euro, bevor Sie eben den richtigen Spender überhaupt identifiziert haben. Und Sie können davon ausgehen, dass wenn Sie 5 potenzielle Spender untersuchen, dass dann 1 bis 2 geeignet sind, um überhaupt Ihre Mikrobiota als Spendematerial zur Verfügung zu stellen. Das heißt, diese Spender werden sehr sorgfältig medizinisch untersucht, insbesondere Infektionskrankheiten, Hepatitis, HIV, so wie Sie das alle, auch Gesundheit, aus dem Blutspendewesen kennen, werden beim Spender diese Untersuchung durchgeführt. Das wird auch immer wiederholt, damit für den Patienten keine Gefahr besteht. Unklar ist, es kann ja sein, dass der Spender, 35 Jahre alt, bei guter Gesundheit, dass dieser Spender möglicherweise in 15 Jahren einen Dickdarmkrebs entwickelt. Und ich könnte Ihnen auch Arbeiten zeigen, die einen Zusammenhang zwischen Mikrobiota und Dickdarmkrebs aufzeigen. Und dann würde ja die theoretische Gefahr bestehen, dass sich von diesem Menschen, der in 15 Jahren einen Dickdarmkrebs entwickelt, die Mikrobiota als Risikofaktor für einen Dickdarmkrebs auf einen Patienten übertrage. Das ist richtig, diese Gefahr ist richtig, setzt aber voraus, dass die Mikrobiota, die ich übertrage,
auch langfristig sich bei den Patienten dann tatsächlich ansiedelt. Und das, was wir im Moment wissen, ist, dass die Langfristigkeit über Jahre nicht gegeben ist. Das wird auch der Grund sein, weshalb bei einigen Patienten mit Pouchitis, wo wir diesen therapeutischen Ansatz durchgeführt haben, so nach 8 Wochen die Beschwerden wieder auftreten. Bei anderen Patienten, das waren aus der Gruppe von 14 Patienten insgesamt 5, ist langfristig eine Besserung zu sehen. Aber was heißt langfristig? Wir überblicken 1,5 Jahre und das ist so wenig. Hier ist eine Frage. Jetzt Stand 2016, wenn ein Patient zu Ihnen kommt und sagt, ja, er möchte das gerne. Ja. Was würden Sie sagen? Würden Sie das überhaupt jemandem momentan empfehlen? Gibt es außerhalb von Studien oder würden Sie sagen, eigentlich können wir es noch gar nicht sicher sagen? Also ich würde bei Patienten, wenn der Patient einen Morbus Crohn hat, würde ich es nicht machen. Es gibt zurzeit keine wissenschaftliche Evidenz, dass dieses bei Morbus Crohn funktioniert. Wenn der Patient eine Colitis ulcerosa hat, dann würde ich dem Patienten empfehlen, dieses innerhalb von einer Studie durchführen zu lassen. Und die Indikation für diesen FMT muss sehr sorgfältig mit dem Patienten besprochen werden. Es gibt viele andere Medikamente, die gut wirken, wo wir eine gute Datensicherheit haben, um die Patienten zu behandeln, auch wenn der Patient glaubt, da geht doch eigentlich nichts mehr. Die Behandlungsmöglichkeiten sind vielfältiger geworden. So, die Patienten mit chronischer Pouchitis, die ich Ihnen vorgestellt habe, das sind Patienten, die stehen vor der Frage, lasse ich mir den Pouch ausbauen und ein permanentes Iliostoma anlegen. Das heißt, das ist eine Situation, wo wir tatsächlich mit dem Rücken zur Wand stehen. Patienten, die auch schon wieder Biologika hatten, ohne dass die Pouchitis kontrolliert werden konnte. Also das ist sicher eine sehr kleine, sehr unglückliche Patientenpopulation, wo wir im Rahmen einer Studie dieses Verfahren anwenden. Aber außerhalb und mal eben so oder mal eben so in der Praxis würde ich sehr von abraten. Okay, ach, können Sie vielleicht noch mal sagen, was wir unter Studien auch verstehen, weil viele auch ärztliche Kollegen, die vielleicht so mal eben sagen, ach, ich mache da so eine Studie, dann zu den Patienten machen mit. Ich glaube, da verstehen wir alle was anderes drunter, unter richtig Studien randomisiert, kontrolliert zu machen. Vielleicht das noch mal und vielleicht noch mal ein Wort, weil das auch mal viel kommt von Betroffenen, dass sie sagen, ach Mensch, bei der Clostridien habe ich gehört, da werden doch Familienangehörige genommen. Das kann doch, dann haben wir keine Infektionsgefahr, mein Mann machen oder mein Kind machen. In zum Beispiel ganz aussichtslosen Fällen wie bei einer chronischen Pouchitis oder anderen Fällen. Das wäre nett dann. Also was ist eine Studie? Eine Studie ist basiert auf einem Studienprotokoll, was sehr sorgfältig, sehr engmaschig die Betreuung der Patienten festschreibt. Das ist halt auch der Grund, weshalb Patienten in Studien immer besser behandelt werden als unter Alltagsbedingungen. Weil die Zuwendung zu den Patienten, zu denen uns das Protokoll zwingt, sehr intensiv ist. Das heißt, es gibt ein Protokoll, es gibt eine klare Fragestellung. Sie brauchen ein Ethikvotum, eine Ethikkommission muss beurteilen, ob dieses der richtige Ansatz ist. Sie brauchen eine Versicherung für die Patienten und es muss eine Arbeitshypothese geben. Und diese Arbeitshypothese muss durch eine Fallzahlschätzung untermauert sein. Also eine ganze Reihe von verschiedenen Bedingungen. Und Studie heißt nicht, ich mache das jetzt mal und studiere den Effekt, sondern die Rahmenbedingungen sind sehr, sehr streng und werden Gott sei Dank oder sind in den letzten Jahren auch immer strenger geworden. So, die zweite Frage ist, was ist denn der optimale Spender? Wenn ich die wissenschaftlichen Daten betrachte, würde ich sagen, wir müssen uns um Superdonor B bemühen. Das Problem ist, keiner weiß, was eben das Besondere an der Mikrobiota dieses Spenders ist. Wenn wir das wüssten, das wäre cool. Weil dann würden wir nämlich im Reagenzglas, im Bioreaktor, diese Mikrobiota kultivieren, die in Kapseln verpacken und dann Patienten geben. Und das wäre ein richtig pfiffiger Therapieansatz. Wird ja in diese Richtung geforscht, von daher dürfen wir die Hoffnung nicht aufgeben. So, sind Familienangehörige geeignet?
Das ist immer so ein bisschen eine zweischneidige Sache. Zum einen Clostridium difficile, also wenn ein Patient so eine Clostridium difficile Infektion hat, ist das Risiko, dass Angehörige, wenn sie im gleichen Haushalt leben, auch mit Clostridium difficile besiedelt sind, auch wenn sie keine Durchfallserkrankung haben, höher, als wenn es jemand ist, der nicht in diesem Haushalt lebt. Und dann kommt da noch eine emotionale Komponente dazu. Wenn ich als Patient mir die Mikrobiota von meiner Frau transferieren lasse und das funktioniert, bin ich ihr dankbar. Wenn es aber nicht funktioniert, nicht mal dazu bist du in der Lage gewesen. Ich führe eine glückliche Ehe. Also, was ich damit sagen will, ist, dass wir das Konzept der Übertragung von Familie, der Mikrobiota von Familienangehörigen auf Patienten nicht verfolgen. Das hat auch was damit zu tun, dass eben diese Spender gescreent werden müssen. Man braucht vorher ein intensives Programm und das kann man nicht auf Zuruf realisieren, sondern das dauert dann eben auch 14 Tage und es gibt bestimmte Situationen, wo sie auch schnell handeln müssen. Also ich bin, was Familienangehörige betrifft, da zurückhaltend. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir müssen auch weitermachen. Es war nochmal eine spannende Diskussion. Applaus